Liebe Hochfreunde, es wird praktisch. Auf Wunsch eines Einzelnen, nein, auf Wunsch von mehreren, die das Video gesehen haben mit den Abbrandphasen, war mal der Wunsch zu sehen, wie sieht das denn überhaupt aus dann? Woran kann man die ungefähr erkennen? Und haben uns gedacht, okay, wir machen mal ein Video dazu. Das wird auch nicht so, dass ihr jetzt eine Stunde im Feuer beobachten müsst, weil so ein Abbrand dauert ungefähr eine Stunde. Aber wir machen das natürlich in Schritten, dass ihr ungefähr wisst, wie und was, welche Temperaturen und so weiter. Nochmal zur Erinnerung, wir haben also eine Startphase, Entzündungsphase, wie auch immer man das nennen möchte. Die geht ungefähr 15 Minuten, das ist die Zeit, in der das Hauptholz anfängt Feuer zu fangen. Und wir erreichen Temperaturen so 150 Grad etwa im Feuerraum. Dann haben wir die Phase des Ausbrandes, die Ausbrandphase, Entgasungsphase, wo halt das Lignin und Zellulose die hauptsächlichen Bestandteile entgasen. Die dauert ungefähr so 30 Minuten und den Rest der Zeit haben wir die Glutphase. Wenn nichts nachgelegt wird, auch dann für im Auslauf für immer. Und wir haben das jetzt einfach mal in einem Ofen, das ist ja egal welcher. Wir haben das auch nicht nach hochtrabend neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gestapelt und von oben anzünden. Ich halte davon sehr wenig. Immer ganz kurz so rum. Weil es dauerte viel zu lange. Ich halte diese Art und Weise für besser. Das Einzige, was ich jetzt vermisse, ist ein Feuerzeug, was mir hoffentlich gleich gereicht wird. Ja, also wir haben Hauptholz, ja, das sind also ungefähr 2 Kilo Holz und dahinter das Anmachholz und das einfach entzündet mit einem Anzünder. Also wir machen es uns da nicht sehr kompliziert. Anzünder brennt. Und was wir jetzt machen ist, die Tür, falls das möglich ist, es ist immer möglich, außer ihr habt eine kontrollierte Wohnraumlüftung, dann ist es nicht immer da, die Möglichkeit, kommt auf die Lüftungsanlage an, ob dezentral oder zentral. Aber wichtig ist, meiner Erfahrung nach, die Tür angelehnt lassen, weil am Anfang braucht das Feuer mehr Sauerstoff und die modernen Öfen haben leider keine großartigen Luftöffnungen. Und es wird am Anfang unter Umständen ein bisschen wenig werden. So, was wir jetzt halt haben, das dauert ungefähr, wie gesagt, 15 Minuten, ist die Anheizphase. Das Holz trocknet aus. Ja, ihr habt auch gesehen, wir haben noch Asche im Feuerraum. Die bleibt auch im Feuerraum, weil von unten kommt keine Luft. Das ist natürlich je nach Ofen unterschiedlich. Manchmal muss man es auch machen. Wir haben viel Anmachholz, damit es möglichst schnell zu einem wirksamen Abbrand kommt, weil logischerweise Hartholz eine festere Struktur hat als Weichholz, damit deutlich weniger Temperatur Energie freigibt als Weichholz. Und wir wollen natürlich ein schnelles Feuer haben. Damit man das weiß, hier sieht man, die Flamme orientiert sich gerade Richtung Scheibe. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist deshalb in dem Fall so, weil wir hier nur eine Schornsteinhöhe haben von 2,50 vielleicht, mehr nicht. Ja, und damit ist der Unterdruck noch nicht wirklich optimal. Die Flammenbewegung wird sich im Laufe des Abbrandes eher nach oben bewegen. Aber das dauert noch einen Moment. Jetzt brennt erstmal das Feuer vor sich hin. Gut, ihr beobachtet das. Ja, wir kommentieren jetzt erstmal nur bis zur nächsten Abbrandphase oder in der nächsten Abbrandphase, also in ungefähr 15 Minuten, sprechen wir dann mal wieder was. Da sieht man nämlich dann tatsächlich das Hauptholz ordentlich brennen. So, jetzt sind wir in der Entgasungsphase. Man sieht also, das Hauptholz hat selber schon Feuer gefangen, brennt von sich alleine. Das ist also ein wesentliches quasi Merkmal. Hinten sieht man noch das Anmachholz, wie es ordentlich lodert. Die Kamintür ist jetzt hier noch angelehnt. Die Luftstellung, in dem Fall haben wir eine Einhandregelung, also wir haben nur einen Regler, keine Primär-Sekundärluft getrennt, ist komplett auf. Ja, das ist auch wichtig. Ich zeige ganz kurz, was passiert. Ich drehe es mal komplett zu. Ja, das würde jetzt natürlich überhaupt keinen Effekt haben, weil die Kamintür ja noch auf ist. Ich mache mal zu. Und ihr seht sofort, wie das Flammenbild sich verändert und wie die Flamme anfängt zu sterben. Und jetzt ist der Moment, wo es gleich komplett blöd wird. Deswegen Luft auf.
Ja, Flamme wird mehr, aber natürlich nicht wie am Anfang, weil der Sauerstoffgehalt, der jetzt einströmt, ist aufgrund der geschlossenen Kamintür immer noch deutlich geringer als vorher. Das ist auch wichtig, weil natürlich sonst keine Temperatur zustande kommt. Wenn ich jetzt die ganze Zeit kalte Luft in den Verbrennungsprozess reinlasse, dann sorge ich nur dafür, dass es eine Überluft gibt. Das heißt, zu viel Luft in den Brennraum einströmt, die das Feuer runterkühlt. Und dann habe ich eben keine vernünftige Vergasung. Jetzt sieht man schon, wir haben kaum noch Rauch im Feuerraum. Unten am Brennstoff sieht man, da dringt noch ein bisschen Rauch aus. Deutet immer auf eine unvollständige Verbrennung, Vergasung hin. Aber das ist auch normal an der Stelle, weil halt das Feuer da unten nicht angreifen kann. Genauso ist es halt ganz, ganz oben, sieht man es ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sehen kann. Da, wo das Holz praktisch an den Steinen anliegt. Ich glaube nicht, dass man es im Video sieht. Aber da ist natürlich auch immer keine Sauerstoffhinterspülung. Damit kann das Holz auch nicht vernünftig brennen oder vergasen. Und wir haben jetzt also so Temperaturen um die 500 Grad im Brennraum, werden das sein. Und wichtig ist, dass wir halt über 450 Grad kommen. Die Brennraumtemperaturen sollten irgendwo im Bereich 450, 600 Grad liegen. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Also die Phase dauert halbe bis dreiviertel Stunde. Je nachdem, was für ein Ofen das ist, was für Brennstoff, wie viel Brennstoff, was für ein Wetter draußen ist, viele Faktoren wie immer. Dauert also im Moment, wir filmen das noch einen kleinen Augenblick und dann geht es quasi in die Glutphase. So, wir sind am Ende des Abbrands angekommen. Man sieht keine Flammen mehr. Alles nur noch glühende Glut. Ja, man sieht natürlich deutlich noch die Thermik da drinne durch das Aufflackern der Glut. Wir haben jetzt immer noch sehr hohe Brennraumtemperaturen. Das Feuer ist gerade eben erst erloschen. Also das sind sicherlich immer noch gute 400 Grad. Jetzt könnte man nachlegen. Das wäre der Moment. Machen wir natürlich nicht, weil wir wollen, dass das Feuer ausgeht. Das wird jetzt alles langsam zusammenfallen. Das wäre der Moment, die Luftstellung zu reduzieren. Also ich habe es ja voll aufgehabt. Jetzt mache ich es mal nicht voll zu, aber auf jeden Fall zu. Damit möglichst lange die Glut auch erhalten bleibt. Wir haben jetzt hier an der Stelle noch eine Kostplatte, die kann ich auch zumachen. Ja, so dass möglichst viel Energie halt weiterhin hier im Stein bleibt und reinkommt erstmal in dem Fall. Man sieht jetzt deutlich schon, finde ich, dass die Luftstellung und auch die Drosselklappe schon was gebracht haben. Es ist deutlich weniger Thermik da drin. Und das wird jetzt langsam alles ausglühen. Das Ergebnis wird hoffentlich weiße, glühende, nicht mehr glühende, weiße Asche sein. Also einen kompletten Ausbrand. Damit hat man ein sehr gutes Abbrandergebnis. Wenn man gröbere Verbrennungsrückstände hat und das sehr häufig, schwarze Scheibe oder sowas, das haben wir jetzt hier auch nicht, dann muss man natürlich mal gucken, dass man was ändert. Dafür kontaktiert uns dann wieder. Ja. Gerne auch so ein Video vielleicht gedreht, damit wir da mal einen Einblick haben, wie welche Mengen Holz und wie lange da welche Luftstellung herrscht und so weiter. Und dann können wir euch relativ genau sagen, wo der Fehler ist. Also das sieht man irgendwann. Ich hoffe, ihr seht es jetzt auch in dem Video und es hat euch ein bisschen geholfen. Und wenn ihr Fragen habt, dann wie immer unten in die Kommentare oder die E-Mail. Und dann sehen wir uns auch wieder. Bis dann.